Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr meinen Kanal Stempelhase gefunden habt. Ich möchte heute mit euch eine ganz schnelle Osterkarte basteln. Ihr braucht da wirklich nicht viel. Ich habe die Hasen embossed und dann einfach angemalt. Nehmt die Farben, die ihr gerne möchtet. Ich habe fünf unterschiedliche zusammenpassende Farben genutzt und dann gleich losgelegt. Das ist wirklich nicht schwer und ich weiß nicht, eine Karte dauert vielleicht insgesamt 10 Minuten. Das Video geht jetzt hier zwar länger, aber da male ich gleich alle Hasen auf einmal an. Und wenn ihr das genauso macht, dann habt ihr rucki-zucki ein paar Osterkarten fertig. Wie ihr sehen könnt, nutze ich das Stempelset Osterhase. Passt ja auch sehr gut zu Ostern. Denn bei diesem Set Osterhase gibt es nämlich noch eine Handstanze. Die nennt sich meiner Meinung nach auch Osterhase. Und ihr braucht die Hasen nicht ausschneiden, sondern ihr könnt die ausstanzen. Das ist ungemein erleichternd, wenn ihr ganz viele Karten machen wollt. Aber nun geht's los. Ich nehme mir ein Stückchen Aquarellpapier. Das habe ich mir so zurechtgeschnitten, dass da einfach ein Hasi drauf passt. Dann noch ein altes Schmierpapier, wo ich dann mein Embossingpuder drauf schütte. Auf der rechten Seite seht ihr von mir auch noch schwarzes Papier. Wenn ich einmal das Versamark heraushole, dann stempel ich natürlich gleich alles. Das Versamark ist dafür da, dass ich das Embossingpulver nutzen kann. Das stempelt erstmal ganz hell und weiß oder durchsichtig transparent und dann hat es so wie eine Klebeschicht. Da schütte ich dann am Ende das Embossingpuder drüber weg. Das Puder bleibt an den gestempelten Stellen kleben, danach erhitzt sich das und das Embossingpulver wird dann ganz hart auf dem Papier. Das gleiche erledige ich auf dem schwarzen Streifen Papier. Da stempel ich mir jetzt einen kleinen Ostergruß hintereinander weg, damit ich einmal embossen muss und dann einfach alles ausschnippel. Und so habe ich mehrere Karten auf einmal gebastelt und brauche nicht alles wieder herauskramen. Wenn ihr jetzt nicht die gleichen Osterhasen habt wie ich oder die gleichen Hasen, dann nehmt einfach ein anderes Stempelset, zum Beispiel das Feble Friends von Stampin' Up oder Osterschatz, da gibt es ja ganz viele. Zu jedem Osterfest kommen neue Sets heraus und dann nutzt dann einfach das, was ihr gerade habt. Die Karte soll ja nur als Anregung dienen und es soll eine Anleitung, eine Bastelanleitung sein, wie ihr halt die Karten gestalten könnt. Ihr könntet natürlich dort auch kleine bunte Ostereier hinsetzen, was ihr halt habt zu Ostern. Mir gefiel die Idee, dass die Hasen einfach mal bunt sind, statt die Eier und vielleicht seid ihr genauso begeistert wie ich davon. Ich hoffe es jedenfalls. Die Osterhasen hatten wir uns ja auf Aquarellpapier gestempelt. Jetzt kommt da kupferfarbenes Puder drüber weg und ihr werdet gleich die Hasen erkennen, die ich gestempelt habe. Vorher schütte ich das überschüssige Pulver einfach ab. Wenn dann mal eine Stelle nicht mit dem Puder benetzt ist, dann nehmt euch einfach wieder das Puder, schüttet das drüber weg und dann ist euer Osterhase oder euer Hase einfach wieder schön embossed. Oder besser jetzt erstmal schon mal vorbereitet. Das überschüssige Pulver habe ich auf ein A4-Blatt gelegt, was dann gefalten wird und wo dann das Pulver wieder einfach in die Dose zurückkommt. Für die Grußkarte habe ich einmal Embossingpulver Kupfer und Weiß genutzt. Welche Sorten könnt ihr jetzt hier genau sehen? Ihr könnt euch das ja vergrößern, auf dem Handy oder in Screenshot ziehen, dann seht ihr das ganz genau. Die Hasen werden jetzt einfach erhitzt und das Pulver wird dann wie klebrig und fest. Und also das klebt dann nicht mehr am Ende, wenn es getrocknet ist. Aber das Pulver löst sich halt auf und macht einen richtig schönen, erhabenen, glitzerigen Schimmer. Die Hasen werden ausgestanzt, das geht ja ziemlich flott. Ihr könntet die natürlich auch jetzt so lassen und auf dem Papier schon mal ausmalen und danach ausstanzen. Ich habe das hintereinander weggemacht und mit einem Ratsch alles ausgestanzt. Damit die Bastelaktion zu Ostern ziemlich einfach wird, habe ich nun alle Hasen schon mal ausgeschnitten oder ausgestanzt und vorbereitet und die Grüße werden jetzt auch noch geschnippelt. Dazu schneide ich einfach einen kleinen schwarzen Banner. Es sollte ja ganz schnell gehen und es sollten ganz viele Karten werden und ganz einfach halt sein. Nachdem die Banner geschnitten wurden, nehme ich meinen Lieblingsaquarellpinsel in der Größe 6 und male die kleinen Hasen an. Zum Anmalen der Osterhasen könnt ihr natürlich genauso gut Aquarellstifte nutzen oder Stampin' Blends
Alkoholmarker, Buntstifte, je nachdem, was ihr habt. Schaut einfach mal in euren Bastelschrank oder was auch immer ihr dann habt in euer Bastelzimmer und sucht euch die Materialien raus, die ihr benötigt. Ich nehme mir hier ein Glas Wasser oder eine Tasse voll Wasser, meinen Aquarellpinsel, da gibt es zum Beispiel die Wassertankpinsel, die auch sehr gut sind. Also was ihr habt, nutzt dann, ihr könnt auch einen ganz normalen Pinsel nehmen. Bei den Hasen spielt das wirklich gar keine Rolle. Ich suche mir jetzt die Lieblingsfarben heraus, wo ich dann halt meine Hasen anmalen möchte. Auf eine Slimline-Karte gehen insgesamt 5 Hasen, also suche ich mir 5 verschiedene Farben heraus. Zuerst benetze ich den kleinen Osterhasen mit Wasser. Da fahre ich einmal mit einem feuchten Pinsel drüber weg, über die Oberfläche. Und ihr könnt sehen, das ist schon ziemlich nass. So ganz so nass bräuchtet ihr das gar nicht machen, aber dann verläuft die Farbe sehr gut. Und man braucht gar nicht gut aufpassen, dass man mit dem Wasser drüber weggeht über die Form, weil das Embossing-Pulver, das ist schon so wie eine Schutzschicht, dass die Farben dann nicht weiterlaufen. Als erstes benutze ich ein wenig Orange, fahre dann einmal an den Rändern von dem Hasen entlang. Und je nachdem, wo ihr es dunkler haben wolltet, da gebt ihr ein wenig Farbe mehr dazu. Ich habe mir überlegt, dass der Schatten von links hinten kommt und aus dem Grund wird dort ein wenig Farbe mehr aufgegeben. Und wenn da Wasser auf der Oberfläche ist, dann zieht die restliche Farbe dort noch genauso gut herein. Wenn euch das noch zu schwach von Farben ist, dann nehmt einfach nochmal ein wenig Farbe auf und ihr könnt das auch gerne noch 2 oder 3 Mal anmalen. Das ist ja überhaupt kein Hexenwerk, das ist ja ganz einfach. So, hier mache ich noch ein klein wenig Schatten hin und der nächste Hase kommt. Ich nehme mir den nächsten, den ich ausgestanzt habe, mache mir den Hasen wieder ganz nass, ein wenig feucht. Gehe dann in die nächste gewünschte Farbe rein. Hier ist das Gelb und fahre einmal mit der Farbe drumherum um den Hasen. Und wo es dunkler werden soll, da gebe ich einfach noch ein wenig Farbe herein. Und der nächste Hase kommt, der wird auch wieder einmal nass gemacht. Diesmal ist es grün und mein Osterhase wird grün. Ich finde, durch das Bunt wirkt es wirklich frühlingshaft. Und ich hoffe, ihr seid von der Bastelidee genauso begeistert. Ihr könnt das natürlich genauso gut mit Blumen machen. Passt auch sehr gut zu Ostern. Also schaut da einfach mal in euren Schrank. Ihr werdet sicher irgendetwas haben. Und das Blau, das finde ich wirklich wunderschön. Ein türkiser Hase. Also blau-grün. Mir gefällt die Farbe. Ich habe zwar noch nie so einen Hasen gesehen, aber das ist ja egal. Es gibt ja auch blaue Pferde als Gemälde. Dann kann man auch blaue Hasen machen. Und so male ich mir jeden Hasen nach und nach an in den Farben, die mir gerade gefallen. Und auf eine Slimline-Karte, sagte ich schon, passen 5 Hasen. Also sucht euch da 5 Farben aus und gestaltet das euch dann so. Die Slimline-Karte, die habe ich mir erstellt. Die Maße werde ich euch unten wieder in der Infobox verlinken. Die Hintergrundgestaltung der Karte ist ganz einfach. Ihr nehmt euch einfach die Mattung, die 0,5 cm oben, unten, rechts und links ein wenig kleiner ist, macht euren Pinsel schön nass, geht dann in die Farbe herein und spritzt dann ein paar Farbspritzer auf die Mattung drauf. Bei mir sind die grün geworden und dann sieht das ganz lustig und lebendig aus. Und das gleiche mache ich jetzt bei dem Osterhasen. Das ist jetzt wirklich der Hase, den wir zusammen angemalt haben. Ich habe die mal auf die rechte Seite gelegt. Und damit es noch ein wenig lustiger aussieht, bekommen die Hasen noch von mir am Ende ein Finish mit ein paar gelben, orangenen Punkten. So sieht das, so finde ich zumindest, aus wie ein kleines Fell. Und das mache ich bei jedem Hasen. Das ist unser Hase, der gelbe. Und dann hatten wir noch den grün und ich glaube noch den pinkfarbenen haben wir nicht zusammen angemalt. Das hatte ich mir dann erst später überlegt. Aber das Prinzip ist ja das gleiche. So, und grüner Hase bekommt wieder ein paar Punkte. Und da könnt ihr einen feinen Pinsel nehmen oder einen dicken. Ihr braucht das auch gar nicht vorsichtig machen.
Wenn das ungleichmäßig ist, die Punkte, die sind sowieso nicht rund bei dem Pinsel, dann sieht das umso besser aus. Nun sind die Hasen alle fertig. Alle Hasen haben Punkte erhalten. Manche Hasen haben Wangen, manche keine. Da müsst ihr mal schauen, wie euch das gefällt. Um die Wangen zu gestalten, nehmt euch einfach Farbe aus dem Aquarellkasten oder mit Aquarellstiften könnt ihr das ja wie gesagt genauso machen. Ich glaube, ich zeige euch jetzt noch so einen Hasen. Genau, hier, dieser hat Wangen. Finde ich auch ganz niedlich. Beim Zusammenkleben habe ich dann gemerkt, ja, manche haben ja Wangen, manche nicht. Dann habe ich dann einfach überall die Wangen nachgemalt. Ihr könnt ja meine Farbspritze sehen. Dazu habe ich einfach wirklich den Aquarellpinsel Größe 6 genommen, den in Farbe getaucht. Hier ist das Grün, man sieht es nicht ganz so deutlich. Und dann einfach ein paar Farbspritzer aufgesetzt. Damit die Hasen irgendwo richtig stehen können, nehme ich mir hier einen Feinliner. Einfach ein Stabilo in Schwarz. Der erste hat nicht richtig gemalt, der war schon alle. Und dann male ich mir einfach beherzt ein paar Striche. Das soll wie ein Weg markieren. Das ist ganz einfach und zur Lockerung super geeignet. Meine Katze habt ihr wahrscheinlich im Hintergrund gehört. Aber das macht ja nichts. Und nun kommen die kleinen Häschen draufgesetzt. Ich suche mir jetzt die schönsten aus. Also die habe ich nun alle zusammengemischt. Ich schaue da auch gar nicht mehr, welche Hasen wir gemacht haben. Ich nehme einfach die, die mir gefallen, von der Farbkombination und setze mir die so hin, dass man 5 Hasen auf einmal hat. Wenn ihr Leim habt, dann nehmt natürlich gerne Leim und klebt es auf. Ich habe mir doppelseitiges Klebeband genommen, sogar Formtape. Meiner Meinung nach ist das aus dem Action. Und da reiße ich mir einfach solche dünne Streifen ab. Die sind nicht wirklich dick, aber das reicht mir aus. So sind die ein wenig erhaben. Und ich stecke mir die Hasen so hin, dass man immer das Gesicht erkennt. Und einer mal nach oben und einmal nach unten einer hoppelt. Aber dass man irgendwo die Gesichter immer noch sieht. Also der orange Hase, der ist ja ziemlich versteckt. Und den setze ich mir natürlich dann noch so hin, dass man das Gesicht erkennen kann. Und das Gute bei dem Klebeband, man kann das immer noch ein wenig hin und her ruckeln. Wenn euch das nicht gefällt, dann macht den Hasen einfach nochmal ab und setzt ihn dann so hin, dass es gefällig aussieht. Ihr müsst dann halt achten, dass die Hasen schön auf der Mattung liegen, denn eure Slimline-Karte hat ja nur ein bestimmtes Kartenmaß. Und wenn dann der Hase drüber weggucken würde, dann passt er natürlich nicht mehr in einen ganz normalen Briefumschlag. Nun haben wir die ganzen Banner zurechtgeschnitten uns und ich klebe die nicht auf, also ich klebe die schon auf, aber mit doppelseitigem Klebeband. Ich nehme da gar kein Leim. So kann ich dann wirklich nochmal das gerade hinsetzen, ausrichten und festkleben, wo es mir dann gefällt. Den Spruch könnt ihr unten machen, links oben, links unten, wo ihr da gerade lustig seid. Und damit die Mattung schön gerade aufgeklebt wird, bringe ich mir doppelseitiges Klebeband hinten auf die Mattung auf. Und dann habe ich ja mal einen guten Trick gesehen, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich klappe mir dort einfach nur ein Stückchen von den Ecken um, von dem doppelseitigen Klebeband. Dann wird auf alle Fälle nicht alles abgezogen. Die Mattung wird aufgelegt, sodass oben, unten, rechts und links der gleiche Rand bleibt. Ich schau nochmal, dass ich die richtige Kartenseite nehme, nicht, dass es dann in die falsche Richtung aufgeht. Und lege mir die Mattung einfach oben drauf und schaue, dass das wirklich gerade ist. Danach ziehe ich mir die Schutzfolie ab und dann weiß ich, die Mattung liegt gerade. Ja, und schon ist unsere erste Karte fertig und ich werde die restlichen Karten genauso gestalten. Ist sehr einfach und ich kann das wirklich nur empfehlen. Und ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Hier könnt ihr nochmal meine Aquarellstifte sehen. Also die könnt ihr genauso gut nutzen. Ich male mir jetzt die Wangen an bei den restlichen Hasen, weil das sonst komisch aussieht. Gehe dann nochmal mit einem Pinsel drüber weg, der feucht ist, und male mir die Wangen an. Wenn es zu kräftig rot ist, dann tupft dann einfach nochmal mit dem Tuch die Wangen ab. Und dann ist es hellrosa. Ja, und schon sind die Osterhasen fertig. Und so ganz viele Karten und wirklich super schnell kreiert. Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Es ist ein wenig frühlingshaft geraten. Kann man bei diesem Schmuddelwetter gerade sehr gebrauchen. Hier habe ich mal einen anderen Spruch genommen. Ihr findet ganz viele Ostergrüße in dem Stempelset. Schaut da einfach mal vorbei.
Hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit wenig gebastelt, wenig gepostet, aber ich hoffe mal, dass sich das jetzt ändert. Und ich habe jetzt dieses Jahr nun angefangen und ich hoffe sehr, dass euch die Ostergrußkarten gefallen. Und ihr seht, alle sehen irgendwie ein wenig anders aus und doch ist alles gleich und es macht wahnsinnig Spaß, mit Farben ein wenig herumzumatschen und die Osterhasen anzumalen. Ich finde, bei diesem Set ist es halt sehr praktisch, dass es dazu eine Handstanze gibt, denn wie ihr schon bei den anderen Karten gesehen habt, das geht halt rucki zucki und dann kann man halt mal so 10, 20 Karten auf die Rupse machen. Ist schnell gemacht, sieht alles irgendwie ähnlich aus und ist ganz, ganz einfach. So, ich sage mal Tschüss, eure Maren von Stempelhase und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr sagt, bunte Hasen geht ja überhaupt nicht oder ja, genau, auf sowas Farbenfrohes habe ich gewartet. Also ich bin schon ganz gespannt, wie euch das Video gefällt und vergesst den Daumen hoch nicht, wenn euch das wirklich gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin, habt schöne Tage, eure Maren von Stempelhase.